Nur super kurz gibt es krasse Sachen in Assassin's Creed Valhalla abzusahnen durch die neuen Community-Herausforderungen. Ihr solltet schnell sein, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat, hier auf dem Channel dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Bleibt also mega gern hier unten mit dem Abo mit dabei, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ich bedanke mich bei dem Sponsor des heutigen Videos, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends ist ein kostenloses Mobile-RPG, auch auf dem PC verfügbar, was ihr mittlerweile wahrscheinlich kennt. Hier neben mir seht ihr einen der verhasstesten Champions überhaupt in Raid, aber vielleicht wollt ihr ihn ja auswählen, damit er euer Team verstärkt. Who knows? Mein Lieblingsheld ist Jizzo, das ist eine Echse mit jede Menge epischem Stuff. Ich habe ihn schon ganz gut ausgerüstet. Die PvP-Arena ist natürlich besonders spannend. Für mich sieht es gerade eigentlich ganz gut aus. Im Rahmen der Kampagne sammelt ihr dann Erfahrungspunkte und equippt eure Helden. Ihr könnt die Mission immer weiter wiederholen und vor kurzem hat Raid sein neuestes Update veröffentlicht. Jetzt gibt es nämlich den Doom Tower, ein Gebäude mit 120 Stockwerken, paar geheimen Herausforderungsräumen und 12 krassen Bossen. Außerdem veröffentlicht Raid einige neue Champions und diesen Monat gibt es noch mehr. Gerade im Februar gibt es einige krasse Ereignisse, unter anderem zum Valentinstag. Wenn du in Raid einen großen Vorsprung haben willst, dann einfach auf den Link in der Beschreibung klicken, einen kostenlosen Spirit Champion einlösen, 1 Tag XP Booster, 50 Gems, 50.000 Silber, 5 mysteriöse Splitter, eine Energienachfüllung, ein Clan Boss Key. Das Ganze gibt es natürlich hier im Spiel oben in deiner Postbox. Einfach draufklicken, easy. Und schau, diesen coolen Champion kriegst du geschenkt. Vielen Dank an Raid für das Sponsoring des Videos. Jetzt geht's aber weiter. Die Community-Herausforderung ist immer wieder etwas ganz Besonderes in Assassin's Creed Valhalla. Ihr geht am PC mit der Taste Shift F2 in dieses Menü. Ubisoft Connect heißt das Ganze, was ihr braucht. Und da finden wir die Herausforderung. Für ein beliebiges Attentat durch, um Herausforderung Nummer 1 abzuschließen. Das machen wir gemeinsam. Der beste Tipp, den ich euch geben kann, es geht auch bei den Puppen. Bei den Puppen in der Siedlung und um die Siedlung, da könnt ihr das Ganze ebenfalls machen. So haben wir jetzt schon hier quasi einmal die Community-Herausforderung abgeschlossen. Da muss man ein bisschen warten, bis das zählt mit den Puppen. Das ist ein bisschen buggy. Macht aber nix. Nummer 2, die wir diese Woche machen können, das ist übrigens von Donnerstag ungefähr 15, 16 Uhr bis nächsten Donnerstag 15, 16 Uhr, gewinne ein Würfelspiel. Und dafür gehen wir natürlich hier einmal in unserer Siedlung ab zum Orlok-Typen. Dort angekommen, einmal schnell durchskippen, jo, wir spielen. Dann sagen wir, Kopf oder Zahl ist völlig unerheblich. Worauf ihr beim Spiel achten müsst, ist das folgende. Ihr habt einen coolen Gott mit einer Göttersegnung und eigentlich wollt ihr nur diese Würfel haben, die eben umrandet sind. Ihr seht sie hier rechts unten. Das sind die umrandeten Würfel, die mit dem roten Rahmen. Die nehmen wir. Die nehmen wir uns raus nach unserem Wurf und darauf sparen wir. Wir sparen möglichst viele von diesen Plättchen zu haben. Damit gewinnen wir am einfachsten und das empfehle ich euch da einfach mal zu nutzen. Wir würfeln jetzt nochmal ein Ründchen, bis wir da möglichst viele von haben. Der Gegner hat derzeit leider die Oberhand, aber das macht nichts, es ist ja noch nicht entschieden. Wir skippen die Göttersegnungsphase und so weiter. So gewinnt ihr die Runde Urlok. Das auf jeden Fall diese Woche die erste, naja, wirkliche Challenge, ein Match zu spielen. Challenge Nummer 2, saufen morgens, mittags, abends. Ihr wollt saufen. Die zeitliche Herausforderung heißt, gewinne ein Trinkspiel oder Trinkspiele 0 von 1. Das Trinkspiel könnt ihr zum Beispiel ganz gut in Legrakester Schier machen. Ich gehe ganz gern hier in der Feste von Tamworth hin und da finde ich immer ein sehr leichtes, sehr schnelles Trinkspiel. In Tamworth angekommen, direkt einmal durch zum Trinkspiel und eigentlich gibt es hier keinen Trick, außer dass ihr das üben müsst. Trinkspiel ist einfach eine Übungssache. Ich habe es euch schon oft erläutert. Ich glaube, mittlerweile schafft ihr das ganz gut. Wir saufen eine Runde. Leider kann man kein Geld setzen, wenn man das schon mal hier gewonnen hat. Mit der Leertaste am PC trinkt ihr und mit den Tasten A und D. Ich mache das Ganze immer mit zwei Händen. Und so geht das dann relativ zügig, relativ zackig. Wenn ihr schwankt, dann mache ich das immer so, dass ich erst die Schwanktaste drücke und dann eben im Anschluss die Leertaste zum Trinken. Das ist so mein Management, mit dem ich eigentlich ganz gut fahre und so meistens dann tatsächlich fehlerfrei einfach mal durchs Trinkspiel komme. Die verbleibenden Challenges sind die folgenden. Töte Gegner mit Schwertern und töte Gegner mit der Bartaxt. Das ist super easy, super nice, super geil und ja, eigentlich erklärt sich das von selber. Wir müssen insgesamt 100 Gegner töten, aber hier auch wieder die klare Empfehlung, nach Nordwege zu reisen. Dann hier einmal nach rechts und da seht ihr auch schon hier die Puppen. Ich habe jetzt gerade mal ein Zweihandschwert, Excalibur
nur Kadelbult drin. Ist völlig unerheblich, was ihr benutzt. Nehmt die stärkste Zweihandwaffe, die ihr habt, mit der ihr am meisten Schaden habt. Wichtig ist, ihr solltet keine haben, die sich entzündet oder vergiftet, weil ihr dadurch den Effekt habt, dass ihr dann eventuell den Gegner mit Feuer tötet. Und ihr müsst wirklich mit dem Zweihandschwert natürlich töten. Denn es gibt nur Zweihandschwerter. Also Einhandschwerter ist somit eines der am meisten gefragten Features überhaupt in Assassin's Creed Valhalla. Aber derzeit ist es noch nicht so weit. Wir haben es noch nicht. Und vielleicht eines Tages ja doch. Reingelatzt und umgeklatscht heißt es hier. Die Puppen zählen auf jeden Fall. Das hat Ubisoft noch nicht gefixt, noch nicht verändert. Ihr seht es hier, 5 Kills derzeit. Das Ganze muss ein bisschen versetzt geladen werden. Und dann holen wir nochmal die Bartaxt raus. Unterscheidet sich von der Dänenaxt. Wie folgt, ist eine Einhandaxt. Wisst ihr, glaube ich, auch. Zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels. Ich habe da eigentlich gar nicht so viele. Habe ich hier noch eine hoch aufgewertete. Nehmen wir einfach mal die. Ist ja auch egal. Und damit wird dann wieder auf die Püppchen eingeklatscht. In dem Fall könnt ihr sogar 2 Bartäxte benutzen, wenn ihr wollt. Oder auch 2 Schwerter. Ist ja euch überlassen, wie ihr da am liebsten vorgeht, wenn ihr eine Bartaxt in der zweiten Hand habt. Dann habt ihr die Möglichkeit, eure linke Taste quasi, die linke Waffentaste, gedrückt zu halten und eben diesen Schlaghagel hier einmal zu machen. Der ist aber meines Wissens nach eben so ausdauerunfreundlich, dass ihr dadurch dann eben langsamer unterwegs seid zu den nächsten Puppen. Lohnt sich also nicht. Ja, das sind die Challenges, die ihr diese Woche habt. Nicht allzu aufregend, nicht allzu spannend. Es sind Klassiker, nichts Krasses dabei. Hinzu kommt die Weekly Quest bei Reda. Auch die ist nicht phänomenal. Plus eben noch diese Woche gibt es dann einige Items bei Reda. Zu kaufen bei Reda gibt es den Keltenkreuzschild. Den empfehle ich euch schon, weil er optisch der Knaller ist. Optisch meiner Meinung nach ein absoluter Gamechanger. Was er nicht verändert, das ist irgendwie der Kampf, denn er ist ja von den Werten her sehr enttäuschend schlecht. Nur wirklich zu nutzen, wenn man einfach mal Bock hat, einen schönen Schild zu haben. Denn Transmog, das wird irgendwann kommen, bedeutet, ihr könnt das Aussehen eines Gegenstands übertragen auf andere Gegenstände, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht drin im Spiel. Das war es anscheinend diese Woche, was wir machen können. Keine großen Updates bislang, vielleicht kommt nächste Woche was. Ich erwarte das Flussraubzug-Update in nicht allzu kurzer Zeit. In diesem Sinne kann ich nur sagen, bis später, euer Peter. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Und ich freue mich, wenn der Friseur wieder öffnet. Ciao, Leute. Danke fürs Einschalten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und mein Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.